Wir waren vor 14 Tagen einem YouTube-Bericht folgend nach Rumänien geflogen, zu den sogenannten Budgetgebergen. Wollten uns dort anschauen, ob das, was in den YouTube-Beiträgen genannt worden ist, dort zu finden ist. Wir haben dort da nichts von gesehen, aber wir haben gehört, auch, es wurde auch teilweise von Einheimischen bestätigt, dass es auch in den Budgetgebergen ein Zeitphänomen geben soll. Und in dem Hotel, wo wir gewohnt haben, konnten wir auf diesen Gebirgszug schauen. Und von der Optik her ähnelt er dem Untersberg. Können Sie, oder haben Sie sich auch schon mal mit Budgetgebirg beschäftigt? Können Sie uns da was zu sagen? Ja. Und zwar, meiner Meinung nach, jetzt gibt es hier bei uns auf dem ganzen Planeten etliche solche Berge, wo irgendein Geheimnis innen drin steckt. Wobei das innen drin wirklich auch so gemeint ist. Genau wie im Untersberg, da sind Sachen drinnen, die vielleicht gar nicht so an die Öffentlichkeit kommen sollen. Beim Budgetgebirg ist uns was Ähnliches passiert. Wir sind vor einigen Jahren auch dorthin gefahren, uns auch einen Leihwagen genommen, sind rauffahren nach Sinai, oder wie das heißt, Sinai. Ja. Richtig. Und haben uns dort einen deutschsprachigen Führer, wenn man so sagen kann, geholt. Und der hat uns damals gesagt, vor 3 Jahren, bitte nicht zu den Hauptwegen hinfahren, weil dort ist abgezäunt und da kann man nicht rein. Da war nichts zugeschüttet, noch gar nichts. Mhm. Und wir sind aber dann trotzdem von der Seite irgendwie hingegangen. Dann hat uns so ein Posten, ein rumänischer Posten, verjagt. Und gesagt, da dürfen wir nicht hin. Dann sagt der Führer, da sagt er, wisst ihr was, wir fahren jetzt da ein paar Kilometer seitlich und dann gehen wir hoch rauf im Wald wieder. Und da gibt es eine kleine Höhle und da kann man dann in diesen Hauptgang irgendwo hineingehen. Er weiß das. Ja, haben wir gemacht. Da haben wir ein Lastauto gesehen, da drin in den großen Gang. Ob das rumänische waren, das kann ich jetzt nicht sagen, aber die hat es dort gegeben. Und wir haben dort ein paar Sachen erlebt. Und jetzt muss ich leider dazu sagen, ich möchte über das jetzt nicht mehr weiter sprechen, was wir jetzt nämlich da erlebt haben im Untersberg, also beim und im Untersberg. Das ist derart brisant schon, weil hier nicht nur der BND oder das BVD und so weiter da suchen, sondern sogar die CIA. Ich habe von der Staatsanwaltschaft München schon was bekommen und es sind viele so Sachen, die darauf hindeuten, dass man da nicht zu viel an die Öffentlichkeit bringt. Und darum möchte ich da vom Budgetberg jetzt nicht viel sagen. Ich sage nur, da drinnen ist was, genau wie bei uns im Untersberg. Das ist unvorstellbar, wenn ich ganz ehrlich sage. Muss, das darf es nicht geben. Ja, ob das mit UFOs zu tun hat, so wie im Wald dort, im Huayabacho-Wald, haben wir hier auch die Stellen. Aber ne, ich bin drauf gekommen, je mehr ich darüber gesprochen habe, auch bei den Vorträgen dann, desto mehr wollten mich die Leute in die Knie zwingen. Man möchte das nicht hören. Ne? Man will das nicht. Man will das einfach nicht wahrnehmen und man will es nicht hören. Ne? Und ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht viel davon, dass ich sage, Leute, das ist so, ich weiß es. Da bin ich höchstens als Wahnsinniger hingestellt dann. Es gibt, oder hat, gibt es noch einen Architekten in Salzburg, der hat mir eines Tages was gezeigt, ganz in der Nähe hier, vielleicht 2 Kilometer. Er hat gesagt, er hat sich am Abend ein Fernrohr genommen, also, oder Fernglas auf ein Stativ und hat da auf eine Felswand von Untersberg geschaut, zu einer Felswand, und da hat er immer so Lichter gesehen dort. Ja, also ich denke, das ist ja in der Nacht, hat er nicht viel gesehen, hat er gesagt, das werden wahrscheinlich Leute mit Stirnlampen sein, die dort rumkraxeln. Dann hat er vergessen, das abzubauen und am nächsten Morgen schaut er wieder darauf. Das ist noch fix eingestellt gewesen. Mhm. Dann sieht er, dass er auf eine gerade Felswand geschaut hat, wo keine Leute rumkrochen sind.
Also es sind dort Phänomene, manche Leute finden dort wirklich UFOs oder so Zeug oder zumindest Flugobjekte. Ich habe dann später, weil ich auch Pilot bin, beim Tower in Salzburg gefragt, also wie seht ihr da nichts drauf, weil die Dinger, die müssen ja sichtbar sein. Dann sagt der Mann vom Tower, der Chef, zu mir, ja, freilich, sagt er, das sind die grünen Männchen, die kommen immer zu uns runter, die gehen in Duty-Free-Shop und kaufen sich die Mozart-Kugeln. Ja, also die, ja. Halten, die machen die lächerlich. Mhm. Und offenbar sehen die aber nichts, obwohl das 5 Kilometer vom Flughafen weg ist. Da stimmt irgendwas nicht. Ich habe selber auch schon Sachen gesehen und der Peter, der hier gesessen ist, der hat selber auch schon Kameras aufgestellt, die dann was aufnehmen, automatisch und so. Ja, man hört so viel und ich selber habe auch so viel gesehen, aber es bringt nichts. Man kann das den Leuten sagen, das ist dann aber nur Sensationshascherei, weil es kann ja keiner was damit anfangen. Und genau das Gleiche ist in Buttigieg auch und da sind wir, oder ich heute bin da gebeten unter Anführungszeichen worden, reden Sie da nicht zu viel drüber. Es ist im Übrigen auch der Vatikan eingeschaltet worden da. Das ist ganz was Interessantes. Ja, ja, der schaltet sich ja in viele Thematiken ja, ja. ein. Ich weiß zwar nicht, was da so besonders ist, aber es sind dort Sachen, genauso wie hier am Untersberg, die sind absolut unerklärlich.